Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Quad-Video. Wir haben es gerade 10 Uhr und heute ist es ausgesprochen warm. Also wir haben schon so 12, 13 Grad. Heute soll es bis zu 18 Grad warm werden. Auf jeden Fall bessere Bedingungen als letztes Mal. Was wir heute vorhaben, ist wieder den ganzen Tag lang Quad zu fahren. Falls ihr den letzten Teil nicht gesehen habt, 235 Kilometer habe ich letztes Mal auf das Quad drauf bekommen. Heute geht's weiter. Mal gucken, ob wir heute die 400 erreichen werden. Außerdem gibt es noch eine kleine Besonderheit, und zwar, falls wir Hunger bekommen sollten, haben wir hier ein Paket tschechisches Militäressen mit dabei. Insgesamt hat das hier 3910 Kalorien. Ich denke, damit sollten wir über den Tag kommen. Also mit wir meine ich Aimi und mich. Also Aimi wird mich heute begleiten. Beim Essen. Beim Essen, ja. Darauf freue ich mich schon. Aufs Essen? Ja. Ja, ich bin auch gespannt. Ansonsten habe ich nur mein Kameraequipment dabei, wieder so ein Abschleppseil und Wasser. Was denn im Militäressen alles drin ist, keine Ahnung. Wir werden es im Laufe des Videos herausfinden. Die Quads sind schon warm gefahren. Ich würde sagen, Aimi setzt sich jetzt mal auf die Renegade. Ja, und dann guckst du mal, wie sich das so anfühlt. Bestimmt besser. Ja. Ja, los, komm auf. Ja. 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 Okay. Okay. Gut. Und was sagst du? Voll geil. Ich weiß gar nicht, wie dir letztes Mal der ganze Körper wehtun konnte. Das ist so sanft. Tut halt irgendwann weh. Bei mir ist richtig Körperarbeit. Krass, ne? Hey, ja, ihr zieht voll gut und ja. Wie Aimi gerade gesagt hat, mir tut echt der ganze Körper noch weh. Bei ihr komischerweise tut überhaupt nichts weh. Aber vielleicht lag es einfach an meinem Rucksack, den ich heute bekommen habe. Ja, Mann, heute bist du bestraft. Danke. Okay, fahren wir los und mal gucken, was wir so entdecken werden. Ich habe mir mal gedacht, dass ich das Ganze hier mal nachvertone, ein bisschen nachspreche, euch so ein paar Informationen am Rande liefer. Ob euch das so gefällt in dieser Form, könnt ihr mich gerne unten in den Kommentaren wissen lassen. Würde mich wirklich sehr interessieren. Wie ihr sehen könnt, ist der Weg ziemlich matschig und auch sehr zerstört. Das liegt einfach daran, dass da viele Fahrzeuge durchfahren. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal ein Thema ansprechen. Und zwar habe ich im letzten Video in den Kommentaren das ein oder andere Mal so etwas gelesen wie: Wie kannst du nur durch den Wald fahren und du machst den ganzen Wald kaputt? So Kommentare halt in der Art. Ich möchte dazu kurz Stellung nehmen. Also wie ihr hier sehen könnt, ist der Weg schon ziemlich zerstört und später im Video werdet ihr noch Wege sehen, da sieht es noch viel, viel schlimmer aus. Das liegt einfach daran, dass in diesem Wald sehr viele Forstarbeiten betrieben werden. Natürlich fahren dann halt Fahrzeuge dadurch, auch Forstfahrzeuge, und falls ihr so ein Ding mal gesehen habt, das hat 6 Räder, die sind auch riesig, die Räder, und die zerstören die Waldwege definitiv sehr. Außerdem ist es auch noch sehr laut, da wird nahezu täglich gesägt, die Forstfahrzeuge sind auch sehr laut, und ich bin der Meinung, wenn ich da jetzt mit meinem Quad durchfahre, dass das jetzt keinen großen Unterschied macht. Wie ihr da sehen könnt, hat sich Aimi kurz festgefahren, ja, kurz stehen geblieben, wusste nicht, ob sie jetzt nach rechts oder links fahren soll, und natürlich ist das auch noch den Reifen zu verschulden. Die haben nicht mehr ganz so viel Profil, aber das Ganze konnten wir schnell lösen, indem Aimi da einfach Allrad angemacht hat, und dann ging es auch schon weiter. Nochmal zum Thema Waldwege, Feldwege befahren oder durch den Wald fahren. Also ich möchte niemanden jetzt dazu animieren, das zu tun. Ganz im Gegenteil, ich rate sogar davon ab. Informiert euch einfach, wie die Gesetzeslage bei euch ist. So wie ich gehört habe, ist es in Deutschland wirklich sehr, sehr streng, und ich würde das da auf gar keinen Fall machen. Ansonsten, ja, wenn da Waldarbeiten sind, wie jetzt hier in meinem Fall, die Fahrzeuge sind laut, die Fahrzeuge machen die Wege kaputt. Also wenn ich da jetzt mit dem Quad lang fahre oder nicht, ich finde, das macht keinen Unterschied. Gerne könnt ihr mir eure Meinung, falls ihr eine andere Meinung habt, in die Kommentare schreiben. Man kann darüber sprechen, würde mich auch interessieren. Ansonsten
werden wir gleich auf ein Hindernis kommen. Ein umgefallener Baum. Es hat ja die letzte Zeit gestürmt und es liegen wirklich sehr, sehr viele umgefallene Bäume auf den Wegen. Also es gab auch schon Stellen, wo wir dann nicht mehr durchkamen. Aber hier sind wir doch ganz gut durchgekommen. Amy ist vorgefahren und ich finde, sie hat das auch wirklich sehr gut gemeistert. Also da vorne ist jetzt der Baum. Einfach kurz links rüber gefahren. Sind wir ganz gut durchgekommen. Und dann halt auf der anderen Seite wieder runter. Und schon konnte die Reise weitergehen. Die paar Äste haben da etwas gestört. Das gehört einfach dazu. Aber im Großen und Ganzen mit den Quads gar kein Problem. Macht wirklich sehr, sehr Spaß, auch wenn mal ein Hindernis kommt. Und hier links und rechts seht ihr schon, da liegt Holz. Da hinten links liegt noch mehr Holz. Und noch weiter noch mehr Holz. Hier haben wir mal eine etwas schlammigere Stelle, da bin ich nur mit Hinterradantrieb durchgefahren und es hat erstaunlicherweise sehr gut funktioniert. Ich denke, die Aufnahmen sprechen für sich. Geile Sache, ey. Richtig geile Sache. Das macht Spaß. Schaut euch das an. Also die Quads, die sind noch dreckiger als letztes Mal, glaube ich. Es ist jetzt 13 Uhr, immer noch schön sonnig. Auf dem Tacho sind jetzt 291 Kilometer und 9 Betriebsstunden. Bei dir alles klar? Ja. Bist du hungrig? Ja. Okay, dann machen wir erst am Mittag. Okay. Und zum Mittag gibt es hier heute das tschechische Militäressen. Ich packe es erstmal aus und dann gucken wir rein, was sich da alles drin befindet. Alter. Hohoho. Boah, ich glaube, das ist ein richtig gutes Militäressen. Hier sind so verschiedene Essenspakete dabei. A, B und C. Ich denke mal, das ist Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Schaut euch das mal an. Wir haben hier sogar 3 Zahnbürsten. Also für jede Mahlzeit einfach eine Zahnbürste. Ich finde, eine hätte es auch getan. Hier noch so ein bisschen Zubehör. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, beginnen wir jetzt hier mit der Mahlzeit A. Was hier die Frühstücksmahlzeit ist, kann ich euch gar nicht sagen. Es steht halt auf Tschechisch drauf. Aber wir haben hier so einen Beutel. Da füllt man Wasser ein und dann sollte sich das innerhalb von 10 bis 12 Minuten erwärmen. Die 45 Milliliter Wasser sind hier auch dabei. Sehr praktisch. Ich hatte gerade eben schon Angst, dass wir irgendwo hier Wasser uns besorgen müssen. Mache ich die Mahlzeit rein. Ungeöffnet. Jetzt das Wasser. Und dann knicken wir das hier um und legen das auf den Boden. Boah. Oh, warte. Alter. Krass, Mann. Das kocht einfach schon. Heftig. Ich denke, das wird klappen. Schaut euch mal an, wie sich das aufbläht, das Ding, ey. Na, Dampf kann ja vorne entweichen. Ich bin mal gespannt, ob das dann warm werden wird. Wir werden es sehen. Hier in dem Zubehör sind auch frische Tücher mit dabei. Richtig praktisch. Unsere Hände sind ja voll dreckig. Können wir jetzt schön mit dem frischen Tuch hier erstmal sauber machen. Dann ist hier noch in Mahlzeit A so ein Müsli-Riegel. Hier, Schatz, kannst die Hälfte haben. Und die andere Hälfte haue ich mir jetzt rein. Mann, ist ja hart. Schmeckt wie ein ganz normaler Müsli-Riegel. Eine schöne Pastete haben wir hier noch. Machen wir die mal auf. Oh ja. Mit dabei ist dann hier noch solches Knäckebrot. Wir haben ja auch Besteck. Also man könnte sich das jetzt da drauf spielen, aber man kann das auch hier einfach so reinschieben. Und dann snacken. Erinnert mich irgendwie so an meine Kindheit, ey. Gab es auch mal Pastete. Die Pastete, die schmeckt wirklich sehr gut. Übrigens, falls ihr noch mehr solcher Quad-Touren sehen wollt, Freunde, lasst einen Daumen hoch da, dann weiß ich Bescheid. Lecker, lecker. Marmelade ist ja auch beim Frühstück mit dabei. Kann man auch sein Knäckebrot reintunken. Irgend so eine bärige Marmelade ist das. Meinst du, wir werden das so überleben mit Militäressen, einen ganzen Tag lang Quad fahren? Ja, locker. Meinst du, ohne Essen werden wir auch überleben? Ja, zur Not auch.
Erdnüsse lagen hier auch einfach so mit dabei, geröstet und gesalzen. Ansonsten sind hier noch so ein paar Bonbons drin, ein bisschen Zucker, Servietten und hier sogar Streichhölzer. Nicht schlecht. Gucken wir mal nach dem Essen. Ich denke mal, das sollte jetzt mittlerweile warm sein. Fühlt sich auf jeden Fall warm an. Ey, es sind Riesenbohnen. Kann man schon essen so. An manchen Stellen ist es ein bisschen wärmer, an anderen halt nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Essiggurke oder so, aber das ist ein Würstchen. Und ansonsten ist da auch noch so anderes Fleisch mit drin. Aber schmeckt, kann man wirklich gut essen. Und ich bin jetzt auch schon ganz gut gesättigt. Machen wir weiter hier mit Mahlzeit B. Wir haben hier eine fette, geile Tafel Schokolade. Oh ja, ist auch noch nicht abgelaufen, ist noch haltbar. Ansonsten hier, das ist dieser Eistee mit Vitaminen. Das hier ist die Mahlzeit und hier ist dann auch wieder so ein Beutel mit dabei. Das heißt, wir müssen das Ganze gleich nochmal erwärmen. Hier sind noch so ein paar Kekse, nur zwei Stück. Und hier haben wir noch ein bisschen Mädchenmilch. Eine fette Tube. Alter, das sind Kalorien. Hier beim Mittagessen sind Spaghetti drin. Ich mache das Ganze wieder hier schön ordentlich rein. Und dann wieder das Wasser dazugeben. Ich versuche dieses Mal hier den Beutel mal geschlossener zu halten, damit der Dampf nicht so entweicht. Vielleicht wird es dann heißer. Auf jeden Fall hört man, wie das Zeug kocht. Mahlzeit C ist leider nicht so üppig. Also wir haben da wieder so ein Müsli-Riegel, ansonsten dieses Eistee-Pulver oder Vitaminpulver, was auch immer. Zwei Kekse, Marmelade, wieder so ein Wurstaufstrich, Pastete meine ich. Und das war's auch schon. Also abends muss man dann mit etwas Hunger ins Bett gehen. So, schauen wir mal, ob das jetzt besser geklappt hat hier. Das andere sah ein bisschen appetitlicher aus, aber lass dir schmecken, mein Schatz. Danke. Also wenn man so einen Tag draußen unterwegs ist, kann man mit so einem Militäressen zu zweit ganz gut überleben, würde ich mal behaupten. Wir haben es jetzt 16 Uhr, machen ein kleines Päuschen. Ich muss sagen, die Quads, die sind schon etwas sauberer jetzt. Schaut es euch an. Also immer noch natürlich dreckig, aber etwas sauberer. Ansonsten haben wir ein Problem mit der Kimco. Und zwar, wenn die warm ist, geht die immer im Stand aus. Das war schon vorher so, Zündkerze wurde ja gewechselt und so und Service wurde gemacht. Dann ging es ein paar Stunden gut, aber jetzt geht es halt wieder am Stand immer aus. Falls jemand von euch einen Tipp für mich hat, woran das liegen könnte, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Es ist voll anstrengend, so ganz Tag zu fahren, ne? Sagst du auf deiner Luxusmaschine da? Ja, aber dafür sitze ich höher als du und du hast eine bessere Kurvenlage. Ja, und das stimmt. Also ich finde, das macht so gar keinen großen Unterschied. Hat Vor- und Nachteile. Ja, wie alles im Leben. Aber bei dir, finde ich, das geht gar nicht auf die Arme eigentlich. Du kannst einfach voll gut lenken und musst halt nur ein bisschen bei der Kurve aufpassen. Bei mir ist das richtige Schwerstarbeit. Auf der Renegade sitzt man echt verdammt hoch, aber ist ja auch eine Geländemaschine. Auf der Kimco ist es ein bisschen niedriger. Also wenn ich nach einer langen Fahrt auf der Renegade mich auf die Kimco setze, denke ich so, oh, übelst die Rennmaschine. Wenn man sich dann so auf so eine Raptor setzen würde, ey, die ist ja noch niedriger, was wäre denn dann los? Das wäre einfach wie so ein Kackstuhl. Na gut, genug gequatscht.
fahren wir weiter. Ich bin die Renegade 650 jetzt knapp über 400 Kilometer gefahren und ich muss sagen, es ist ein absolut geiles Teil. Vor allem im Gelände macht es sehr, sehr viel Spaß. Ansonsten konnte ich es auch nicht lassen, mal ganz kurz Vollgas zu geben. Also die Leistung finde ich auch in Ordnung. Das geht schon, zieht schon gut, macht sehr, sehr viel Laune. Hier sind wir dann noch auf einem etwas matschigeren Weg gefahren. Der wurde einfach platt gemacht von irgendeinem Fahrzeug. Echt keine Ahnung, warum das so gemacht wird, findet man aber öfters im Wald. Wahrscheinlich damit andere Forstarbeitsfahrzeuge den Weg besser befahren können. Falls ihr wisst, warum das gemacht wird, könnt ihr mir das auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Ansonsten macht einfach nur Bock, da durchzuballern. Es macht einfach nur Bock. Okay, Freunde, das war es auch schon mit dem Quad-Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr noch mehr Quad-Videos sehen wollt. Und wir sehen uns. Peace. Eichhörnchen, wo bist du? Eichhörnchen, I miss you.